befinden. So, das ist jetzt gleich vorbei mit mir. Alter. Nein! Hallihallo und damit auch mal wieder herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show. Man kann hier im Hintergrund schon sehen, das Spiel heißt Hero Siege. Press Start, wir drücken jetzt aber mit der Maus drauf. Singleplayer und wir spielen natürlich mit einem Spieler. Was ist das jetzt überhaupt für ein Spiel? Oder wieso spiele ich das überhaupt? Also, ich bin einfach mal auf Steam wieder gegangen, hab dann gesehen, ich habe irgendwie ein Geschenk erhalten vom lieben Nico, den ihr schon aus einigen Minecraft Spielen sehen oder kennen solltet. Ich lösche ganz kurz mal den Charakter. Ich habe ein bisschen oder eine Runde privat gespielt und ich kann euch sagen, ich werde sehr schnell sterben. Ich könnte mir hier auch mehrere Folgen vorstellen von diesem Spiel, weil es einfach mehrere verschiedene Charaktere gibt. Ich bin persönlich, meiner Meinung nach, also ich kenne ja nur Wikinger, Pyromancer oder Pyromancer, Marksman, Nomaden. Nomaden kenne ich den schon, aber auf jeden Fall diese ganzen Leute kenne ich dann nicht mehr, weil ich habe das Spiel schon mal auf dem Handy gespielt. Es ist im Übrigen auch ein Handyspiel, ne? Also, ja. Und das war das erste Mal, wo ich das Spiel gespielt habe. Jetzt auf dem Computer und das soll ein bisschen anders sein. Wir haben Geschwindigkeit auf normal gestellt. Hier wird uns auch nochmal erklärt, wie die Steuerung ist. Also, Escape Pause ist klar. Hier sind die Abilities, also unsere späteren Fähigkeiten, Lauf und so weiter. Ist ja egal. Muss euch nicht interessieren. Und das hat so ein ähnliches Prinzip, finde ich, wie, ja, Isaac, wenn man so möchte. Weil, oh fuck. Schon direkt kommt so eine Giant Spider, die mich irgendwie slowt. Und wir müssen hier einfach. Okay. Ist nicht so ähnlich. Hier gibt es nicht jetzt so verschiedene Räume, aber es ist auch so glückbasierend mit den Items, die man dann sozusagen immer am Ende von einer Stage bekommt. In dem Fall wären das jetzt hier sozusagen. Okay, nach 6 Wellen, glaube ich, kommt immer so ein Boss. Wir sind jetzt bei der ersten Welle und man kann unten drücken, wir können skippen. Jetzt zum Beispiel drücke ich Space, wir sind jetzt in Welle 2. Und wenn wir dann Welle 6 erreicht haben, glaube ich zumindest, ich habe das echt nicht mehr so gut im Kopf, weil ich erst echt lange nicht mehr gespielt habe. Oh, über T können wir übrigens skillen, machen wir mal. Ich habe mir die Skills alle noch nie durchgelesen, also ich habe einfach so willkürlich, wie es mir gefällt. Falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann sagt es mir. Hier mache ich jetzt einfach immer gleichmäßig und hier mache ich auch mal alles. Ich mache einfach alles gleichmäßig, Leute. Daran kann doch nichts Großes falsch sein, außer dass es vielleicht ein bisschen schlechter oder besser ist. Das ist jetzt im Übrigen immer dieser 1-Skill, den ich habe. Und der haut echt gut Schaden rein, glaube ich. Ja, der ist schon echt gut, ne? Ja, im Hintergrund spricht der Typ auch immer irgendwelchen Wirrwarr. Das ist aber auch eigentlich relativ schnuppe, was er da sagt. Und achso, nächste Wave. Ich muss das immer skippen. Ich sehe das manchmal nicht. Und dieser Pfeil neben unserem Charakter zeigt uns auch immer ungefähr an, wo die Monster sind. Oh, dieses Ding macht mir irgendwie Angst. Weil da schießt es immer irgendwelche Kugeln raus. So, ich bin ehrlich, ich habe gerade 2-3 Runden gespielt und ich habe die ersten Wellenserie bis zum ersten Boss nicht mehr richtig überstanden. Beziehungsweise, ich habe den Boss einfach nicht gepackt. Weil anfangs ist es echt schwer. Und unser Charakter kann ja auch Level steigen, habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Das ist auch ein bisschen anders als bei Isaac, da kann man ja nicht Level steigen. Da kommt das wirklich mal auf jede Runde an. Und hier steigt man Level und kann dann sozusagen seine Stats verbessern, wie ich es da gerade eben beim Skin gemacht habe. Und darum wäre das eigentlich gut, wenn ich mich selber damit ein bisschen besser auskennen würde. Weil damit kann man einfach, ja, sich für die nächsten, sag ich mal, Runs verbessern. Also man hat bessere Grundvoraussetzungen, nachdem man das getan hat. So, da ist noch eine. Oh, ich brauche einen Key dafür. Ha, ich habe doch einen Diamantschlüssel. Ist es ein seltener Schlüssel? Wieso habe ich einen Diamantschlüssel? So. Welle 4 haben wir jetzt erreicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß einfach nicht, wie lange ich aufnehme. Das ist auch eigentlich relativ schnuppe. Ich mache das einfach nach Gefühl, dann run. Ich weiß nicht. So. Auf jeden Fall hauen wir jetzt gerade diese Monster hier alle weg. Zack. Mit dem Skill reingehauen. So, erstmal alle so ein bisschen auf den Fleck ziehen. So. Wieso haben die Fernkämpfer überhaupt so viel Leben? Das verstehe ich gar nicht. So, mit dem Skill kann man die aber easy locker weghauen.
Ich habe auch im Übrigen so einen Zank, den benutze ich jetzt einfach mal. Damage Boost. Super. Da hinten ist noch ein Monster. So, ich glaube der letzte von der Welle. Zack. Dann scalen wir noch mal ganz kurz. Zack, zack. Und hier mache ich wieder alles zusammen. Oh, unser Damage Boost, also diese grünen Zahlen sind dann anscheinend immer die Zahlen, die wir pro Run verbessern. Glaube ich. Alter, das kann doch nicht so viel sein. Egal. Egal. Dann sind wir jetzt halt ein bisschen stärker. Nächste Welle. Oh, ein Dungeon ist gekommen. Also Dungeons sind eigentlich auch mal eine richtig geile Sache, um sich ein paar Items zu gönnen, aber ich glaube, anfangs ist es ein bisschen zu gefährlich für mich, gerade für mich, weil ich ein bisschen schlechter bin. Aber wir könnten es wagen. Ich garantiere für keinen Sieg, weil anfangs, man hält auch echt nichts aus. Gehe ich jetzt einmal in so eine Falle rein, glaube ich, bin ich schon tot, aber es ist ja egal. Ne? So. Oh, das sieht wie ein stärkerer Skelett aus. Aber ist mir egal. Zack. Unser Skill regelt. Ah, der spuckt irgendeine Scheiße, ey. Ah, ist nicht schnell. Und sein Movement ist auch echt ein bisschen billig, ne? So, jetzt kommt die Bosswelle, Leute. Wir können jetzt einfach in diesen Dungeon reinspringen, machen wir aber nicht. Ja, der Boss kommt da hinten bei diesem einen Zirkel, den wir gesehen hatten, in der Mitte der Karte, glaube ich. Yo! Alter. Der hat mich schon direkt erwischt. Was explodiert da hinten? Alter, wir müssen ihn die ganze Zeit zurückhalten mit unserem Skill. Ich glaube, das wäre ganz gut. Alter, wir sind gleich tot. Ich muss irgendwo HP finden. Sonst ist es jetzt gleich vorbei mit mir. Alter. Nein! Ich bin gleich tot, ich bin tot! Nein! Mann! Kann man das runterstellen? Choose difficulty. Nein! Ich spiele jetzt einfach nochmal, ey, leckt mich. Aber unsere Sets verbessern sich ja jeden Run, ne? Also hier. Das verbessert sich immer. Also ist ja egal. So. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Kommt schon direkt wieder diese scheiß Spider an mit ihren scheiß Netz da, das uns slowt. Könnte, glaube ich, eher mehrere Schwierigkeiten bereiten, wenn es, ja, mehrere Monster da wären, die uns dann verfolgen, wenn wir langsam sind. So, Welle 2. Und der Boss ist auch immer random, also es kann jetzt gleich ein anderer Boss kommen, der mich einfach One-Hit macht oder so. Und hier sind richtig viele Ratten, ey, was ist denn hier los? Eine Rattenparty! So, und zack. Ja, in diesen Runs sind anscheinend ein bisschen mehr Monster. Aber kein Problem für uns. Dann sammeln wir uns hier einfach ganz, ganz viel Leben, sodass wir uns später sehr gut heilen können. Ah, ist es so ein Spawner oder was? Ich glaube, das ist so ein Rattenspawner. Sieht anscheinend so aus, weil sonst wären da ja nicht so viele. Egal, hauen wir den eben mal weg. Ja, da kommt Ratten raus. Du Mistgeburt, ey. So, zack. Ja, Rattenspawner zerstört. Und wir gehen jetzt einfach mal in diesen Dungeon rein. Und sorry, falls ich mich ein bisschen Gesang anhöre. Ich nehme das alles am Freitag auf, weil ich am Wochenende ein paar Sachen wieder vorhabe. Und ja, es sind halt ein bisschen blödig. Euch halt mit nichts dastehen lasse, ne? Und ich bin halt noch ein bisschen krank. Sollte man auch in der heutigen Aufnahme merken. Beziehungsweise an der, die am Freitag gekommen ist, weil die ist auch tagesaktuell. So, was ist das da eigentlich? Dieses Full Health. Oh, schön, dass ich das jetzt aufgehoben hatte. Ich glaube, ich war sogar voll. So, eine Kiste mit einem Schlüssel. Super. Und irgendwo war ein Dungeon. Das suche ich jetzt gerade. Weil er stand ja irgendwo. Ja, da hinten ist der Dungeon. Nein! Scheiße, jetzt hat die Runde angefangen. Oh, neuer Skill. Oder Fähigkeit, was weiß ich, was das ist. Ja, Skill ist einfach das beides da. Oh ja, neuer Skill ist das. Yo! So ein Ansprint, ich glaube, da wird mich irgendwie in späterer Zukunft töten. Ich habe irgendwie so das Gefühl. Ist es zum Weglaufen jetzt oder zum Ausweichen oder macht er Schaden? Ich weiß es nicht. So, mach nochmal diesen Ansprint. Oh. Ah, also wenn wir jemanden treffen, dann gibt es einfach einen Blackout. More enemies, more plunder!
Genau, Alter. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Sind aber schon direkt so viele Boogies. Was soll das denn? Einfach mit dem Skill rein. Einfach immer mit dem Skill rein. Eieiei. Alter. Du Drecksau. Ja, was kommen da jetzt solche Explosionen? Ich brauche HP. Ich brauche HP, Leute. Ich will nicht nochmal sterben. Eieiei. Solche Dungeons sind immer richtig cool, um Sachen zu sammeln. Aber sind halt auch entsprechend schwer dafür. So, da liegt irgendein Trank, aber ich skill mich. Hä? Kann ich gar nicht. Wieso hat's geleuchtet bei mir? So, Magic Potion. AS Boost, ich weiß, Attack Speed ist das. Och du Scheiße, ey. Die Dinger sind ja schnell. Nein, geht weg. Nein! Nein! Mann! Stand ich da in der Ecke und kam nicht mehr weg? Ich bin so scheiße, Leute. Ja. Exit erstmal. Wir werden das auf jeden Fall öfter spielen, glaube ich. Aber mit auch anderen Charakteren. Ich weiß jetzt, soll ich noch einen Run wagen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auf jeden Fall sehr scheiße, das könnt ihr schon mal sehen, ne? Aber ich mache jetzt hier mal einen Cut rein ganz kurz und ansonsten verabschiede ich mich. Ich gucke mal ganz kurz, wie lang die Folge geworden ist. So, da bin ich auch schon wieder. Und 11 Minuten sind eigentlich schon recht in Ordnung für den ersten Part. Dann würde ich einfach mal sagen, davon werde ich auf jeden Fall noch ein paar mehrere Folgen raushauen. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen, mich wieder zu sehen, wie ich am totalen Versagen bin. Ihr könnt mir ansonsten, wenn ihr das Spiel kennt, ein paar Tipps unten in die Kommentare schreiben, wie ich besser spielen sollte. Oder auch mit welcher Klasse ich nächstes Mal spielen sollte. Wenn da nichts kommt, spiele ich wahrscheinlich wieder mit dem Wikinger, weil ich den jetzt schon ein bisschen aufgelevelt habe. Aber ihr könnt mir auch noch irgendeinen anderen hier empfehlen. Ich glaube, es gibt bis zu Necromancer. Ja, Necromancer kann ich noch spielen, Samurai und Fallen Paladin nicht. So, alles bis Necromancer könnt ihr mir also empfehlen. Und dann würde ich einfach mal sagen, was ist das für die erste Folge? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und reingehauen.